So, Aufnahme läuft wieder. Es macht ja auch mehr Spaß, weil auf Englisch sprechen. Ich habe das schon einmal gehabt in einem Teamspeak, das habe ich mir da damals gespielt. Ja, ich habe an sich auch kein Problem mit Englisch, nur mit, ich sag mal so, so die Kommandos kann ich eben halt, aber wenn sie dann anfangen, sich so privat oder generell Englisch zu unterhalten, habe ich schon ein kleines Problem, ne? Wollen wir recht? Ja, es ist eigentlich. Wenn es lauter Briten wären oder Amerikaner, wäre es ja wahrscheinlich gut. Nur sind alle möglichen Nationalitäten und es kommt eigentlich ein Kurunuru beim Englisch raus. Gehen wir rechts oder Ja, willst du rechts, woanders? lass mal rechts. Ja, die Frage ist vor allen Dingen, da ist ein Rampage. Komm, den holen wir direkt. Was für eine Fähigkeit hast du dir denn direkt geholt? Ich habe mir jetzt, Siehst du, jetzt hab ich genau, du bist dank, da kann ich hinter dir. Haha, ist schön. Da blockst du. Der ist hin. Also 1,5 Punkte, Kartenpunkte sind schon. Wo ist das nächste Opfer? Ja, da müssten wir in die Mitte, genau. Ja, dann lass mal den roten Buff holen, ne? Nein, 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 in die Oder? Mitte. In die Mitte schnell. Dann, Ach so, das meinst du. noch Middle einmal Lane. bei Abgreifen dort, ja. Haben wir schnell Karte und dann machen wir auch gleich einen roten Punkt. Dann heal ich mich mal eben. Schön ist, dass der Sensenmann hier Flächenschaden macht. Heißt, die Ja. Minions sind flott down. Ich glaube, das war auch die Idee dahinter, damit er auch farmen kann. Weil ansonsten. Ah, einer und noch einer. Ah, komm her da. Einzige Problem ist, der ist nicht so schnell. Ach, nicht bekommen, schade. Ich habe ihn auch nicht mehr gekriegt. Aber wäre ich mit Gideon, hätte ich den jetzt gekriegt wegen seines Fernschusses, ne? Ach, man muss die Punkte hier aufgrauben, die Orangenen. Das ist auch immer. Ich dachte, Das das ist hättest du wichtig. bemerkt. Das sind die Kartenpunkte. Lässt man die liegen? Nach einer gewissen Zeit verfallen die auch. Kann ich den Kriegen wir stunzen? den? Ja. Achtung! Tap. Und er ist unter. Komm, Glaub, den er haben wir. ist. Den haben wir. Ja, und noch einer. 8 Sekunden kann ich stunzen. Ah, die ist weg. Ah, scheiße. Ich geh jetzt erst. Aber wir haben jetzt mal unsere Punkte. Jetzt könnten wir Ich hab schon aufladen 4. gehen. Genau, lass zurückgehen, dann Ja, ich heimporten. sammle noch. Weil Du das noch? KI, die stellt sich eh doof an. Wir kommen hier nicht weiter bei dem. Nee, nee, ist klar. Dann lass mal eben rechts gehen. Weil Ja. ich Ich sehe. greife noch die paar Dinger ab hier. Ja. Genau, und das sind schon 3 Minuten. Ich mache jetzt auch gleich einmal den ersten Sammler oben. Ah, wir sind die Machtbahn. Da war jemand brav, oder? Nein, der rechte nicht. Und da springt er mir den Buff weg. Ich wollte ihn eigentlich buffen, aber also stunzen. Entschuldigung, wie komme ich jetzt auf den Buff? Ich wollte eigentlich einen Stunts benutzen und dann springt er mir da aber raus. So, gehen wir links, drücken gerade beim Turm rein. Oder rechts. Oder in der Mitte. Ja, ich bin Eigentlich jetzt brennt es gerade überall. rechts, aber Ja, ich bin jetzt mal links unterwegs, aber ich komme dann über die Mitte zu dir. Mal an. hat der mir Für den Kill geklaut, hier das wen Kerl. umbringen. Ich muss jetzt erstmal zurück zur Base, wenn ich das hier erledigt habe, weil ich bin komplett am Arsch. E mit auf Level 2 bringen.
Was ich auch bemerkt habe, ist, oder das ist halt nur bei bestimmten Charakteren so. Passiv. Aber dann Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Danke. So. Angriffsgeschwindigkeit ist gut. Ja. Hat man noch nicht herausgefunden, wie man sie gut integriert. Weil eigentlich. Kommt sie immer drauf an, welchen Charakter du hast. Zum Beispiel hier bei den Sensenmann ist halt erforderlich, ne? Ist immer mit das erste, was ich ausrüste. Das ist interessant. Weil er haut so dermaßen langsam zu. So, dafür braucht er halt nicht die Lebenspillen wahrscheinlich, ne? Weil er es von Haus aus hat. Genauso der Twinblast. Der hat von Haus aus schon viel öfter Angriffsgeschwindigkeit. Braucht das eigentlich nicht skillen. Aber hier der Sensenmann, der setzt zum großen Schwung an und so was. Ne, und der ist generell schon Fernkämpfer, der dann nicht flott zuhaut. Ne, das ist halt schon kacke. So, wo wollen wir? Ich bin gerade Mitte und hol den ersten Turm. Und okay. Der erste ist down. Geh links verteidigen. Ich gehe jetzt gleich rechts, weil da hängen sie auch kurz vor unserem Turm. Oder push ich? Ah, ich push. Die wegfliegen, ja, wo Ulti nutzen. Und ich glaube ja, die Ulti nehme ich hier mit der meiner Ulti einen Schlagverpass. Ja, die hat meine Ulti kann halt fast jede Ulti außer Kraft setzen. Ne? Ja, das ist natürlich ja gemein. Genau. Unterbrechen. Dann wieder E-Stanzen ist natürlich mit das Wichtigste. So länger es geht, desto besser. Hier kommen wir zurück, Nick. Lass neue Minions kommen. Flächenschaden. Level up. Mittlerweile ist auch sehr wichtig, was deine Anzeige da links unten anzeigt. Vorher hat die nämlich nur dein Level angezeigt, wie viele von den Dings du gesammelt hast. Mittlerweile ist das aber auch so, dass es eben halt zeigt, wie stark du dich regenerierst oder sowas. Aha. Mhm. Ah, das ist gut, ja. Weil desto höher, desto besser. Ja, also hier desto schneller. Orange. Noch gar nicht richtig beachtet. Ja, das ist auch erst seit den aktuellen Patch so. Das ist nämlich auch anders. So, das Problem ist, dass die Fotze hier. Und jetzt habe ich dich. Bam! Freiflüge zu gewinnen. Zwar habe ich die jetzt in ihre Base zurückgehauen, aber dafür alleine für den Angriff bekomme ich schon. Oh, jetzt wird es hier brenzlig, jetzt sind sie hier mit 3 weg. Nee, das ist zu viel, ja. Dann würde ich auch gehen. In der Mitte sind sie mit 3, deswegen. Ich komme euch mal auf die linke Lane. Aber vorher hole ich hier den Content. Ich bin ja mal gespannt, wie nachhinein hier die Dings, wenn du Jungle gehst, wie das aussieht. Krass. Das haben sie auch geändert, wenn du den Alpha-Content angreifst. Vorher hast du nur in etwa dasselbe bekommen wie bei den Minions. Mittlerweile, wenn du Jungle gehst, bekommst du mehr Punkte.
Ja, ich glaube 200 habe ich einmal ausprobiert. Und das ist aber so viel, wie sagen wir, zwei Drittel von einem Sammler. Das ist viel. Ein voller Sammler. So, greifen wir an. Ja, warte. Warte darauf, dass das Ding verändert. So, jetzt habe ich dich. Komm. Ah, jetzt hat sie mich ins Visier genommen. Problem ist nämlich, dass ich nicht mehr so viel Dings hab, ne? Ich muss zurück. Ich hab nichts mehr. Ja, ist schon zu weit weg. Ja, ist ja. Warte, ich helfe dir mit den Minions da noch. Ach. Das sind Punkte. Lass ich eh weg. Ja, die lasse ich aber nicht liegen, weißt du? Achtung, da kommt Gadget wieder von hinten. Die musst du machen. Die hat mich mit zwei Schlägen niedergeballt. Wirklich wahr? Ja, komm, die hast du locker. Dann. Ja, sehr schön. Da kommt der nächste. Zug. Ja. Ich stunze den, damit wir unseren Rückzug machen können. So. Dann können sich nämlich die Minions umnehmen. So, jetzt können wir ihn abgreifen. Ich habe leider nicht so viel. Ich kann höchstens mit meinen normalen Angriffen. Nicht bereit. Nämlich keine Dings mehr. Na komm. Ich halte euch den 4 von Stern. Halt. Und das Geile bei dem finde ich auch noch, dass wenn er eben halt einen Minion tötet, dass er eben halt Dings bekommt. Achtung, Gadget ist wieder da. Dass er eben halt Lebensenergie und Kraft dazu bekommt. Geh mal weg, weil da gibt es schon 6 Kartenpunkte wieder. Ah, da drin gibt es Alpha-Content. Ja, da kriegst du einen Buff. Ah, du bist jetzt weg. Ich bin noch da. Okay. Ja, wenn du willst, komm rein. Dann kriegst du den roten Punkt. Ansonsten warte ich jetzt. Okay, ich warte roten, weg. Aber ich komme jetzt zum roten Punkt. Ah, Moment, ja, okay. So, ich stunze die und Angriff. Dann nimmst du dir den roten Punkt. Achso, nee, schau, da ist der rote. Ja. Nimm du den. Ah. Nee, ich hab nicht mehr so viel. Schnapp du dir den. Du kannst trotzdem heimporten. Okay. Damit. Ach nein, da müssen wir jetzt weg. Ja. Hat er den roten Punkt. Ich geh jetzt um die Ecke und dann ab ins Dings. Back. Die werden mich hier nicht sehen. Ja, das holt sich der Jungle gern ganz am Anfang. Braucht er meistens auch Unterstützung. Ist halt besser dann. Dann lass mal hier links müssen wir links, ja pushen. Wir zurück treiben. Ja. Auch gleich rechts, ob der voll ist, der Sammler, den hole ich mal ab. Mit dem Sphero, was ich spiele, ist ja ganz okay. Die Sammler zu lernen, weil die ist, glaube ich, ist auf jeden Fall schneller. Kann schneller rennen. Ja, wenn das so ist, da kann man ihn kaum umbringen. Was sind da jetzt? Oh, ne? Aber den holen wir noch. Ich hab Lack gehabt. Hier dich mal. Ja. Jo. Achtung. Ja, den holen wir. Sehr schön. Ja.
hier die Minions zur Hilfe. Schön ist, ich lebe von deren. Den. Ah, oh, das Gadget. Wie viel habe ich wieder nach unten geguckt? Ich glaube. Mana. Ah, die können wir uns aber. Achtung, da oben kommt Rampage noch, aber da haben wir auch Unterstützung. Hier. Ich muss in die Base, weil ich bin schon zu low. Ich helfe Dings. Soll ich noch bleiben? Ja. Komm, bleib drauf. Wo sind wir jetzt? Da. Ja. Hast du den noch geholt, Alter? Ja. Das zweite Back. Sehr schön. Aber jetzt. Aber jetzt darf in die Base. Ich hab schon wieder 7 Points. Kritischer Schadentreffer. Das sollten wir erhöhen. Nochmal erhöhen. So. Mach mal in der Mitte wieder Gegendruck. Ja. Mitte haben wir eigentlich bisher am wenigsten gemacht. Sollte näher ran. Ich krieg langsam schon wieder so einen Rückenziehen, ey. Ich glaube, das ist das Problem, was eben so ein Nahkämpfer hat. Wie macht er seine EP? Stunts die jetzt? Stunnen kann ich nicht, aber. Ja, aber ich. So, ich kann dreimal schnell hintereinander schießen, das ist es, was sie hat. Die zwar weg, aber wir können ja, dafür die Punkte einsacken. Ich hab sie noch abgeknallt. Sehr schön. Ja, weil ich so einen Weitschuss hab. Ja, siehst du mal, aber dann hat das Ganze. Siehst du, das nenne ich dann wiederum Teamplay, weißt du, was auch dann funktioniert. Was war jetzt Teamplay? Was so geht's? Ich hab sie soweit fertig gemacht und du hast den Rest erledigt. Genau. Ich hab bisher nur einen Kill gemacht und hab schon wieder 7 Assist-Punkte geholt. So, einmal die Ulti bitte, jetzt lassen wir es. Warte, bleib zurück. Lasst machen. Stunt. Ach, du willst, dass du sie vorne abfarmen kannst, ne? Ja, nicht nur das, sondern wir warten jetzt auf die neuen Minions. Soll ich was machen? Ja, jetzt. Jetzt kannst du reingehen. Ah, da kommt die blöde Tussi. Ja, das ist leider so. Einer hält zwei auf, da können wir nur weg. Ja, die holen wir uns jetzt gleich. Kommt. Ich switch auf die linke Lane rüber. Ach, das war's. Nervt es, dass die feige Kuh da hinten an ihrem Turm hängt, weißt du? Aber egal, ich kann hier erstmal fett Punkte holen. So, geh mal rechts. Glaube ich komplett weg. Ich gehe rechts. Okay, ich komm dann. Nee, bleib du mal links. Auf der linken Lane sind zwei. Na, ich habe auch 6 Punkte zum Ausgeben. Achso, ich habe gerade mal wieder 3. Gut, gehe ich wieder links. Na, scheiße. Freiflügel. Zwei Attacken von mir ist der Typ entkommen, aber am Ende habe ich ihn doch noch kalt gemacht. Ich glaube, zum Finishen wird er gut sein, ne? Der hält viel aus. Wer? Deiner, den du gerade spielst. Achso, der ist selber raus. Ja, geht. Also jedenfalls, wenn man ihn auch danach ausrüstet. Ich setze halt viel auf Angriff. Ich halte nicht so viel von der Defense. Weil, okay, mit der Defense hält der wesentlich mehr aus, aber
Was bringt mir bitte die Defense? So. Bin ich hier natürlich auf der Lane alleine. Perfekt. Mal in mir holt zum Zweit. Der Therese oder wie der heißt. Therese, nenne ich ihn jetzt mal. Der vorhin den Hauwitzer genommen hatte. Haben wir zwei Gegner mitgeholt. Also ich merke, es stockt schon wieder. Ich glaube, das liegt an was anderem. Und dann ist seine Grafikkarte nutzt. Irgendwas in der Programmierung so. Es wird in der CPU laufen. Glaube ich jetzt immer mehr. So. Physische Schaden, so mehr habe ich leider nicht. Dann könnte es echt noch ansonsten nur noch an deinem Prozessor liegen, der sonst noch zu. Ja, aber nicht an meinem, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eben im Prozessor gemacht wird. Weil. Blöde ist auch noch, dass das hier ein Dings AMD Game ist. Also ja, es ist die Programmierung von dem Game. Ja, und jetzt fängt es an, das ist ja nicht immer so. Ansonsten müsste es immer so sein. Jetzt erst fängt es zum Stocken an. Wahrscheinlich erspeichert er irgendwas in die CPU ab. Dann ist sie voll. Wird nicht ausgeleert, ja. Dann stockt. So. Würde ich noch mal das festhalten. Deine Seele gehört mir. Ja, sage ich immer wieder gern, wenn ich irgendwie einen töte, ne, und dann mir den eben halt hole. Kommt irgendwie passend. So, das erinnert mich an den ersten Mortal Kombat Film, wie der Shao Kahn da sagte, deine Seele gehört jetzt mir. Weißt du, kommt immer geil bei Sensenmännern. So, mein Mana ist nicht down. Zack, 230 Flächenschaden. Okay, wir pushen jetzt mal einfach rechts. Mein Flächenschaden brauchen wir bei den Minions nämlich nicht mal so lange und brauchen nicht mal auf die Minions zu warten, weißt du? Hm? Nee, wenn ich halt mit dem Sensenmann dabei bin, durch den Flächenschaden töte ich halt sehr schnell die Minions. Und dadurch brauchen wir halt nicht mal auf die Hilfe der anderen Minions zu warten. Weil normalerweise musst du immer dabei warten. Ja. Wenn, oder sagen wir mal, besser wäre es, du bist schneller Minions zu töten, wenn andere Minions dabei sind. Anstelle ja, von alleine. Ja, die blocken alleine. Das halt, aber du brauchst es nicht, ne? Ja. Bei den Sensenmann brauchst du es nicht. Weil der ist echt durch seinen Schlagflächenschaden ist der halt so krass dabei. Und Sieg. Den haben wir aber jetzt krass gemeinsam runtergehauen, ey. Mit allem Mann, bap, bap, bap und Ulti hier und Schlag da. So, warte mal. Da ist er doch. So, kann ich dich nicht da adden? Nee.
So ist es, dass man praktisch zwei Karten voll ausgerüstet hat, ne? Starke, und dann ist das Spiel schon aus eigentlich. Ja. Aber es ist im PvP nicht so. Ja, 180 Punkte. Halt wenig. Freundschaftsanfrage schicken. Ich habe also Partie abgeschlossen 140, Partie Sieg 246. Standardauszeichnungen Ruf Hast du dann und noch irgendwie einen Bonus? weiß Weil ich dann hast nicht. du das Doppelte. Das ist irgendein Bonus. Ja, mir kommt auch so vor. Sonst war es immer mehr. Man da mal gucken, ob der Dings hat bei dir der Devil da schon angenommen? ich muss ihn jetzt einladen, ne? Ja, wenn er bei dir schon angenommen hat, ja. Ich hatte ihm nämlich jetzt gerade eine Freundschaftsanfrage gesendet.